Du Streams geht weiter und ich freue mich darüber. Hermann Wesslau, den Vorsitzenden, und jetzt kommt ein ganz schweres Wort, des Verbandes der Bürgervereine Duisburgs begrüßen zu dürfen. Hallo Hermann. Schön, dass ich da sein darf. Ich glaube, ich habe das e.V. vergessen. Wir sind Verband Duisburger Bürgervereine e.V. Also ich sage, ich habe das e.V. vergessen. Aber darauf kommt es, glaube ich, nicht an. Erzähl doch einfach mal zunächst mal in ganz kurzen Worten, Corona-Pandemie. Kein Mensch hat sowas jemals vorher erlebt. Wie ist es dir ergangen, so ganz persönlich, so ganz privat in den letzten Wochen? Wie ist das Ganze so bei dir angekommen? Ja, ich muss also gestehen, der Schock war das Erste, weil wir hatten ja schon mal eine Vireninfektion Anfang der 2000er Jahre, die aber nicht so heftig war. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, nach dem ersten Schock ist man in sich gegangen und hat sich mal in Frage gestellt, indem man gesagt hat, was ist eigentlich wichtig? Familie, Geld, Fortkommen? Und da hat man dann auf einmal andere Prioritäten gesetzt, weil ich gefühlt habe, ohne Familie, ohne Verständnis und Liebe nutzt alles andere nichts, kein Fortkommen und kein Geld. Und ich finde, da ist mir nicht nur ich das alleine so gegangen, sondern mit denen ich gesprochen habe, viele andere auch. Und man hat sich so ein bisschen zurückgenommen und hat dadurch mehr Verständnis auch für die eigenen Fehler, aber auch für die Fehler anderer aufgebracht. Und ich finde, in unserem Land tut uns das ganz gut, dass wir jetzt sagen, wir wollen nicht schneller, weiter, höher, sondern wir wollen das Erreichte erstmal festigen und in Ruhe die Wirtschaft, die Menschen weiterbringen, um miteinander auskommen zu können und zu leben. Also meinst du, die Lockerungen sind eigentlich schon zu schnell? Ja. Alleine deshalb, weil ich denke, die menschliche Seele ist ja eine Seele, die unergründlich ist. Und wenn man etwas lockert, bedeutet das ja, dass sofort Leute da sind, die die Lockerung als absolut verstehen. Und oder als absolute Normalität verstehen. Auch. Ja. Nicht? Und das Problem, was ich sehe, ist ja, es gibt etliche Leute, die noch nicht verstanden haben, dass dieser Virus nicht fassbar ist, sondern nur ertragbar und ein Angriffvirus ist. Und dass man sich deshalb nicht nur selber, auch andere schützen müssen, weil ich denke, unser Gemeinwesen leidet im Moment darunter, dass wir hingehen und sagen, wir müssen uns beschränken und einschränken. Aber eine Einschränkung, Beschränkung hat ja auch zur Folge, dass man irgendwann sagt, wir können diese Beschränkung etwas aufheben. Auf deinen Terminkalender hat das Ganze sehr positive Auswirkungen gehabt, weil normalerweise gehörst du zu den Menschen, die trotz Pensionierung, trotz der Tatsache, dass sie eigentlich ja im Ruhestand sind, wie man das so schön nennt, ja eigentlich sehr unruhig sind und normalerweise bis heute hättest du wahrscheinlich schon 50, 60 zusätzliche Termine wahrnehmen dürfen, die alle ausgefallen sind. Ja, aber ich würde das anders formulieren. Und zwar, man führt ein Leben, wo folgende Prioritäten gesetzt werden. Entweder man macht schon sein ganzes Leben etwas Ehrenamtliches oder man macht es nicht. Und wenn man sein ganzes Leben etwas Ehrenamtliches gemacht hat, zum Beispiel, ich bin über 30 Jahre, mittlerweile schießt man in Neudorf, dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Natürlich, wenn ich also weiß, dass ich im vorigen Jahr 131 Termine gemacht habe, es waren alles schöne Termine, weil ich lerne Menschen kennen, die mir so viel geben
Und ich, es würde mir was vermissen, wenn ich also feststellen würde, ich würde zu Hause auf der Couch sitzen und hätte dies nicht. Auf der anderen Seite, ich bekomme so viel von Duisburg mit, beispielsweise, dass wir demonstriert haben gegen die, für die Tunnellösung in Maidrich oder aber, dass wir jetzt über den Kiesabbau im Mündelheimer Rheinbogen online Aktionen laufen lassen bezüglich Unterschriften wie auch Unterschriften im Papier oder aber im vorigen Jahr, dass wir uns zusammengesetzt haben gegen den ÖPVR uns in Stellung gebracht haben. Weil vor allen Dingen gegen den neuen Fahrplan der DVG, um das ganz konkret auf den Punkt zu bringen. Ja, natürlich. Ja. Nicht? Und da muss man, oder andersrum gesagt, es ist so, es gibt nur zwei Dinge. Das ist wie eine Waage. Entweder man bringt sich ein oder bringt sich nicht ein. Und ich bringe mich ein, weil es mir auch selber was gibt. Auf der anderen Seite ist es auch so, wer im Verband, wer sind wie eine Familie. Und da stützt jeder den anderen. Und deswegen macht das auch einen heiden Spaß. Auf die Familie kommen wir gleich. Und dann werden wir auch noch über einzelne Familienmitglieder reden. Oh Gott. Aber vielleicht kurz vorher noch, vielleicht einfach mal zu deinem Werdegang. Ich weiß, du warst bei der Justiz beschäftigt. Nebenbei hast du gerade schon gesagt, warst du Schiedsmann, aber das ist lange noch nicht alles. Vielleicht gibst du mal einen kurzen Überblick über, ja, über dein Leben. Einen kurzen, habe ich gesagt. Entschuldigung. ganz einfach. Ich habe Vorträge gehalten bei SPD-Senioren, allerdings bei Kranken, sondern bei SPD-Senioren, die sich einmal im Monat getroffen haben, weil wenn man zum Beispiel jemand hat, der in der Sparkassenstiftung in Buchholz sitzt als älterer Mensch und kennt Hamborn aus seiner Jugend, kommt aber nicht dahin, ist es aus meiner Sicht und aus Sicht derjenigen, die meinen Vortrag gehört haben, dann interessant zu wissen, wie die Veränderungen waren in dieser Stadt. Oder ich habe Vorträge gehalten, es ging damals um die Einführung der Punkte für die Mütter, Stichwort Kindererziehung. Da habe ich im Sozialrecht Vorträge gehalten. Ich bin durch und durch SPD-Mitglied, aber bedeutet nicht, dass ich mein Denken verloren habe. Und das aus diesem Grunde heraus, auch in der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen, war ich immer aktiv. Manchmal auch ein bisschen unbequem, wie ich weiß. Ja, ja. Weil es einfach so ist, wenn man nachdenkt, gibt es ja zweierlei. Entweder fasst man das in Worte oder man schluckt es runter. Und wenn man aber kein Mandat haben will, dann braucht man es nicht runterzuschlucken, sondern man kann seine Worte unter Achtung des anderen ja artikulieren. Wobei also in einem Wort, man muss miteinander reden können, kann auch sachlich völlig anderer Meinung sein, ja. Man muss die Person achten. Ja, weil schlichtweg, wir sind nicht im Krieg, sondern es ist einfach so, wenn man mit einem anderen kontrovers diskutiert, muss man daran denken, der ist ein Mensch. Und man muss daran denken, wann kommt die Stelle, wo ich ihn verletze. Und diese Stelle darf man nicht erreichen. Jetzt hast du gesagt, du warst Schiedsmann. Hat diese Tätigkeit jetzt auch geruht während der Pandemiezeit oder gab es da durchaus aktive Fälle? Es gab aktive Fälle, aber als Schiedsmann bin ich ja Behörde im Sinne des Gesetzes und arbeite auf einem eigenen Landesgesetz. Und da habe ich schlichtweg unter Hinweis auf die Pandemie gesagt, dass Verhandlungen bei mir zu Hause nicht stattfinden, weil die Leute, die mich in Anspruch nehmen, denen habe ich gesagt, man kann jetzt keine Fristen in Anspruch nehmen. Die Fristen sind alle ausgesetzt. Das heißt, 6 Monate ist die Frist, in der man einen Schiedsmann dann kontaktieren muss. Das ist ja alles ausgesetzt, weil man kann ja, wenn man zu Hause jemanden empfängt, überhaupt keine Sicherheit gewährleisten. Und ja, das dürfte schwierig sein, noch ein Hygienekonzept für die eigene Wohnung dann in dem Moment zu erstellen. Ja, weißt du,
dann hast du natürlich auch jemand, der dich anruft und sagt, können wir nicht in den nächsten 14 Tagen etwas machen, obwohl in Medien, ob Funk, Zeitung und sonst was, steht drin, dass man zu Hause bleiben muss. Mhm. Aber das sind so Dinge, die schluckt man einfach. Wie ein Essen, wo man sagt, das Essen war gut, das schluckt man runter. Und das war nicht so gut, schluckt man trotzdem runter. Jetzt ist das, wie gesagt, nicht deine einzige ehrenamtliche Tätigkeit. Hauptsächlich bist du heute noch beschäftigt als Vorsitzender des Verbands der Duisburger Bürgervereine, e.V. Was ist das für eine Vereinigung? Wer ist da alles drin? Wer gehört zu dieser, wie du gerade so schön sagtest, Familie? Der Verband Duisburger Bürgervereine besteht seit über 50 Jahren und in diesem Verband sind die Bürgervereine Duisburgs akkreditiert. Und da die Väter des Verbandes damals haben Folgendes formuliert. Sie haben gesagt, wir wollen überregionale Themen, beispielsweise wenn ein Bürgerverein ein Thema hat, kann er das selber bewerten und vorantreiben. Es gibt aber Themen, beispielsweise ÖPNV, der Nahverkehrsplan, das ist dann überregional. Mhm. Und automatisch hat man dann natürlich auch ein anderes Gewicht, wenn der Verband hingeht und fasst dieses Thema an, wohlweislich, dass er dann die Bürgervereine im Rücken hat, die ihn dann tragen. Also in Worten, du als Vorsitzender hast eine Art Moderationsfunktion, dass du also die Probleme entsprechend mit aufgreifst, ja. Und dann halt entschieden wird, das ist eine Sache, die könnt ihr direkt vor Ort regeln, beziehungsweise diese Sache sollte man dann gemeinsam in diesem Verband regeln. Kann man das so einfach so zusammenfassen? Ich würde das konkretisieren und würde sagen, ich bin in über 10 Bürgervereinen Mitglied und mache deshalb meine Termine, um überall bei den Vereinen in Natura zu erscheinen, um zu hören, wo drückt der Schuh. Ich werde auch angerufen. Mhm. Beste Beispiel ist, wir hatten im Frühjahr einen Termin beim OB, ein Frühstück beim OB. Da waren 15 Vorsitzende von Bürgervereinen da und konnten sich dann mit dem OB austauschen. Mhm. Wobei, jetzt komme ich wieder zu dir, wobei es so ist, wir haben vorher eine Selektion gemacht. Es wurden Themen eingereicht und dann haben wir gesagt, das Thema ist schon durch Publikation in den Medien erledigt. Wir haben 3 Hauptthemen genommen, haben die dem OB eingereicht und hatten dann genug Zeit, wo einzelne Vorsitzende dann noch etwas gesagt haben aus ihrer Sichtweise, was sie bitte behandelt werden möchten. Also lieber die wichtigen Dinge konkret behandeln, als über alles nur so eine kleine Minute anreißen. Ja, und sind wir vom Verband der Briefkasten, wo man Vorschläge reinwirft und wir schauen danach, wie ist die Wertigkeit. Es ist immer eine Rückkopplung da. Hm. Der Verbandvorsitzende und sein Vorstand, wir machen nichts ohne Rückkopplung, weil wenn wir beispielsweise Themen haben, wo das eine von der Brisant etwas höher angesiedelt ist als das andere, dann setzen wir uns mit dem Vorsitzenden zusammen und sagen, hör mal, bist du damit einverstanden, dass wir das andere vorziehen? Weil, da komme ich gerade wieder auf mein Eingangsstatement, nur so kann man miteinander arbeiten. Hm. Wir arbeiten unter gegenseitiger Achtung. Wie viele Mitglieder hat der Verband? 8.000. 8.000. Und das sind wie viele Stadtteile, die jetzt eigene Bürgervereine bilden? Wir haben Bürgervereine, ich sage das mal so, wir haben Bürgervereine, das geht von Baal bis Düssern und von Maidrich bis Marxloh. Marxloh ist ein gutes Stichwort, weil der Marxloher Bürgerverein, der hat einen ganz merkwürdigen Namen. Der heißt Rundertisch Marxloh e.V. Ja. Wie kommt das? Also heißt das nicht generell Bürgerverein, sondern man kann sich eigentlich nennen, wie man will, oder? Nee, sondern das ist aus der Natur geboren. Und zwar, die haben angefangen und hatten sich Gedanken gemacht, bilden wir ein Forum für Bürger, die mit uns ins Gespräch
kommen wollen, damit wir deren Anliegen aufgreifen können und helfen. Mhm. Und das war erstmal der runde Tisch. Und dann hat man festgestellt, die Rechtsform des eingetragenen Vereins bedeutet nämlich, dass man dann auch Spenden akquirieren kann. Aber auf der anderen Seite hat man auch einen gewissen rechtlichen Schutz. Das heißt also, dass im BGB vorgeschrieben ist, was der Vorsitzende darf und was er nicht darf. Das sind so Regularien, die ich jetzt sage. Aber es gibt... Stichwort haftet, nämlich dann ist das so, man kann ja auch. Wir wussten wegen eines Tonsproblems mal eben kurz raus, aber wir waren bei der Frage stehen geblieben, warum der runde Tisch Marxloh ein Bürgerverein ist. Also jetzt mal so knapp zusammengefasst. Ja, wie gesagt, der Anfang war Stichwort runder Tisch. Und dann hat man sich dann entschlossen, um auf sich selber zu schützen, die Form des eingetragenen Vereins zu nehmen. Um auch beispielsweise einen größeren Drive hinzukriegen in Marxloh. Und da ist dann der Verband mit involviert gewesen. Teils bin ich dann da, wobei mir wichtig ist, habe ich vorhin schon gesagt, dass ich überall mich sehen lasse. Und Marxloh sehe ich also so, ich lese öfter, ist ein Problemviertel. Ich kann nur sagen, zum Teil, es gibt in Marxloh so schöne Ecken, die glaubt man gar nicht. Mhm. Und dadurch, dass ich so oft schon in Marxloh war, an der Paulskirche, hat man mich mitgenommen, hat man mir Marxloh gezeigt. Und ich kann nur sagen, ja, es gibt ein paar Probleme da. Auf der anderen Seite gibt es auch viele liebenswerte Menschen da. Und da bin ich sofort beim Thema. Ich möchte noch mal zurückkommen auf das Frühstück beim OB. Der Verband ist dankbar. Die Politik
hat immer ein offenes Ohr, wenn der Verband gebeten hat, lass uns doch mal zusammensetzen. Das war immer der Fall und hat immer geklappt. Machen wir das mal konkreter. Du hattest gerade erzählt, dass der neue DVG-Fahrplan zu ziemlich viel Verwirrung, aber auch zu ziemlich vielen Protesten geführt hat. Und das war so eine Geschichte, wo der Verband der Duisburger Bürgervereine ziemlich massiv eingeschritten ist und protestiert hat. Ich kann mich erinnern an Aussagen von dir, die lauteten, da gibt es jetzt ganz viele ältere Menschen, die haben keine Möglichkeit mehr, mit einem Bus zu fahren, beziehungsweise die Busse fahren ganz anders, als sie vorher gefahren sind. Sprich, der Punkt A oder B, der vorher selbstverständlich zu erreichen war, ist nicht mehr zu erreichen. Ihr seid aktiv geworden. Was ist daraus geworden? Ganz einfach. Man hat diesen Plan etwas modifiziert. Es gibt mehrere Strecken, die man entweder in den alten Zustand versetzt hat oder aber, dass man modifiziert hat. Aber das ist wie immer im Leben, wir haben viele Dinge moniert. Es sind ein paar verändert worden und das ist Leben. Aber ihr seid noch nicht ganz zufrieden, willst du damit sagen? Sag mal so, wir sind so aufgestellt, dass wir sagen, wir haben für die nächsten Jahre noch Hoffnung. Weil es ist auch so, da kann ich nur Sören Link zitieren. Ja, natürlich, man muss erst mal warten, wie die Entwicklung geht. Nur auf der anderen Seite, es war zum Beispiel, wenn man im Süden die Linie, die über Ungesheim lief, die hat man verändert. Da kam also dann die Ungesheimer nicht zu einem Nahversorgungszentrum. Ich bin der Meinung, unsere Gesellschaft wird älter. Und dem muss man Rechnung tragen. Und das hat man ja dann auch gesehen, wobei ich dankbar bin. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass als wir anfingen und unsere Prozesszüge machten, dass das so in die Duisburger Welt hineinragte. Und wenn man sich dann auf einmal angeschaut hat, wie viel Zuspruch wir von Bürgern bekommen haben, nicht für den Verband, sondern die gesagt haben, für die Forderung, ja. Das passt nicht und da haben wir Veränderungsbedarf. Ja, da muss ich gestehen, das war etwas, wo wir sagen, das ist unsere Vita, dafür stehen wir. Also ihr seid euch auch nicht zu schade, unbequem zu sein. Ihr sprecht oder ihr versucht, die Punkte anzusprechen, die angesprochen werden müssen aus eurer Sicht. Und dabei ist es relativ egal, wer jetzt dahinter steht, weil ihr versucht, die dann zu verändern. Beispielsweise, es gab ein Symposium Duisburger Freiheit. Und da ging es darum, dass man Ideen kundtat für die Duisburger Freiheit. Da habe ich für den Verband zum Beispiel vorgeschlagen, ein Mehrgenerationenhaus. Weil, wenn man mich so sieht, ich bin ja nicht mehr taufrisch, aber im Geist bin ich frisch. Das heißt also, wenn ich ein Mehrgenerationenhaus habe, können die Älteren, die zwar nicht mehr mobil sind, aber die im Geist mobil sind, auf die Jugend aufpassen, damit die Jungen arbeiten gehen können. Also man kann gewissermaßen die ganzen Sachen in eine Symbiose packen und tatsächlich die ganzen Vorteile nutzen und die Nachteile dadurch abmildern. Das ist eine gegenseitige Befruchtung. Jetzt hattest du gerade ein weiteres Thema angesprochen, und zwar den Kiesabbau. Das ist ein Thema, das beschäftigt euch auch schon seit geraumer Zeit. Ja. Vielleicht erläuterst du mal ganz kurz aus deiner Sicht, worum es da geht und was bisher geschah. Ja, Mündelheimer Rheinbogen, da liegen zig Millionen Tonnen Kies. Und die kiesfördernden Unternehmen sind jetzt dabei zu schauen, wo haben wir noch Lagerstätten, die wir erschließen können, weil scheinbar am Niederrhein die Lagerstätten sich langsam erschöpfen. So, und wir sagen, die Mündelheimer Bevölkerung, Bürgerverein und der Verband, wir sagen, wenn da Kiesabbau geschieht,
dann verschandeln wir die Landschaft, die einfach ein Erholungsgebiet ist, ein Naherholungsgebiet und eine Landschaft ist, die unsere Region repräsentiert. Hm. Und wenn mir dann gesagt wird, ja, wenn dann der Abbau geschehen ist, wird renaturiert. Da muss ich sagen, wenn ich bis auf Hörderhütte in Dortmund, hm, dass man das renaturiert hat und da eine Bebauung gemacht hat, einverstanden. Aber da ist Naturschutz. Hm. Und ich denke mal, man muss auch so empfindlich sein und sagen, man kann nicht überall industriell eingreifen, um etwas herauszunehmen, was zugegebenermaßen wir alle brauchen, den Kies zum Bauen. Aber da sind wir uns einig, dass wir sagen, der Mündelheimer Rheinbogen ist einmal von der Lage, vom Empfinden der Bürger und auch von dem Erholungswert so wertvoll, dass er so bleiben soll, wie er ist. Und da sind wir im Moment, haben wir über 1000 Unterschriften schon und wir sind dabei, weiterzumachen, weil ja die Stadt Duisburg da nur ein Anhörungsrecht hat. Das heißt, wer entscheidet darüber? Der Landschaftsverband. Nicht? Und da gehen wir dann an den Landschaftsverband ran und sagen hier, wir Bürger sind der Meinung, dass das nicht geschehen soll. Wir sind auch bereit, da wir ja ein Verbandsklagerecht haben, dann auch mit politischen Institutionen, zum Beispiel die Grünen haben gesagt, wir stehen euch dabei. Nicht? Aus ökologischen Überlegungen. Ne? Mhm. Dass wir dann auch gegen die Entscheidung gehen. Wobei ich gestehen muss, dass wir jetzt schon aktiv sind, heißt, wir wissen, die Institutionen in der Politik brauchen ihre Zeit. Und wir möchten nicht auf einen Zug aufspringen müssen, der schon voller Fahrt ist, sondern wir würden gerne in dem Zug vorne den Lokführer spielen. Und wie sehen die Chancen da aus? Das kann ich nicht sagen, sondern im Landschaftsverband ist ja so, die wählen ja erstmal ein neues Parlament. Das ist ja ein Unikum, das hat es früher nicht gegeben. Hm. Und die werden jetzt bürgernah, wählen ein neues Parlament und der Landesentwicklungsplan besteht ja noch. Hm. Und da müssen wir mal sehen, wie der neue Entwicklungsplan dann aussieht. Vorher können wir da gar nicht sagen, aber wir sind nach wie vor der Meinung, wir erheben jetzt schon unsere Stimme. Also besser direkt als zu spät. Ja. Ja. Das ist aber noch lange nicht alles. Also der Bürgerverein tut noch viel mehr, kümmert sich noch um ganz andere Dinge. Ich kann mich beispielsweise mal oder noch recht gut daran erinnern, dass es mal die Problematik gab, dass Lkw-Fahrer beispielsweise hier in Duisburg in einigen Stadtteilen an Wochenenden große Schwierigkeiten hatten. Und jetzt stellt man sich natürlich im ersten Moment die Frage, was hat ein Bürgerverein mit Schwierigkeiten von Lkw-Fahrern zu tun? Aber du kannst das auflösen. Ja, wir leben in einem Land, wo wir moralische Werte haben. Und wenn man also sieht, dass die ausländischen Lkw-Fahrer am Wochenende vor zuen Werkstoren stehen und auf der Ladefläche dann kampieren und man gleichzeitig bedenkt, das sind Väter und Großväter, dann muss man sich doch die Frage stellen, sind das moralische Werte, die wir praktizieren wollen? Anders ausgedrückt, geht man so mit Menschen um? Ja. Hm. Und da ist das so, vor 2 Jahren haben wir an den OB als stellvertretender Vorsitzender von Duisburg geschrieben. Und damals hat dann Duisburg in Hohenbudberg ein Gelände hergerichtet, konnte man in der Zeitung lesen, weil wir in dem Schreiben geschrieben haben, dass es einer Stadt wie Duisburg abträglich ist, dieses moralische Desaster. Hm. Und
dann hat man in Hohenbuttberg von Duisburg ein Gelände hergerichtet, wo die Lkw-Fahrer dann ihr Fahrzeug abstellen können, sich eine Mahlzeit herrichten können und duschen. Aber was mich erfreut ist, in dem Magazin Duisburg in diesem Jahr konnte man lesen, dass Markus Bangen, der ist einer der drei Vorstandsmitglieder, gesagt hat, dass die Firmen, die Verlader, sich öffnen sollten, damit die Lkw-Fahrer, die am Wochenende davor campieren, reingehen können, um sich eine Mahlzeit gönnen können, aufwärmen können und sich auch waschen können. Mhm. Und hat appelliert, dass das auch eine moralische Verpflichtung ist. Und da muss ich gestehen, Hut ab. Ich fand es wunderbar, weil da sind wir sofort beim Thema. Der Verband ist ja nur Bittsteller. Wir können nicht per Beschluss etwas durchsetzen, sondern wir brauchen Leute, die uns an die Hand nehmen mit unserem Anliegen und dann dieses Anliegen kommunizieren in ihrem Bereich, wo sie größere Durchsetzungskraft haben. Aber wenn du sagst, ihr habt schon 8000 Mitglieder, dann heißt das ja, dass ihr auch schon eine gewisse, ja, ich sag mal, Multiplikatorfunktion mitbringt und natürlich in dem Moment auch schon einen gewissen, ja, Stellenwert, ein gewisses Pfund in die Waage zu schmeißen habt, oder sehe ich das falsch? Ja, ja gut, wenn wir jetzt darüber reden, muss man ja auch sehen, beispielsweise das eine Mitglied ist gleichzeitig auch Vorsitzende meinetwegen einer Karnevalsgesellschaft und, ne? Wenn man das so will, ist unser Input in die Bevölkerung natürlich größer. Mhm. Aber das ist für mich nicht das Tragende, weil ich der Meinung bin, man sollte nicht sagen, wir haben so und so viel Gewicht. Unser Gewicht ist unser moralischer Anspruch. Also gewissermaßen der Konsens auch da im Vordergrund. Ja. Hm. Nein. Und das bedeutet ja auch beispielsweise, dass wir sagen, wir haben Ramer Buschfeld, da soll ja eine Bebauung passieren. Hm. Und da wurde dann von dem Bürgerverein Großenbaum-Raab, wie auch vom Verband, dann gesagt, mach doch eine größere Grünzone und mach die Bebauung nicht so eng. Ne? Und das sind so Dinge, wo wir, oder beispielsweise in Düssern gibt es ja den Verteilerkreis. Ne? Da war der Bürgerverein Düssern schon seit Jahren dabei. Also in Worten, ihr habt genügend Menschen vor Ort, die die Probleme tatsächlich kennen, die sich in den jeweiligen Stadtteilen auftun, beziehungsweise die dort bestehen. Und die kommunizieren gegebenenfalls über euch ihre Probleme weiter, um dadurch Lösungen zu finden, die dann ja im Stadtrat oder wo auch immer beschlossen werden können. Man könnte... Also sind wir wieder bei dieser Moderatorfunktion. Nicht nur das, sondern ohne das als Gewicht in die Waagschale werfen zu mögen, wir haben auch Mandatsträger in den einzelnen Bürgervereinen. Und da gibt es einen regelmäßigen Austausch. Nicht? Und ich denke, die Politik, die Industrie und wir bilden eine Einheit, weil wir können nicht untereinander. Und es würde doch nur unnötige Kraft kosten, wenn wir uns gegenseitig bekriegen. Also man braucht den ständigen Dialog, um dann letztendlich zu Lösungen zu kommen. Wir machen den ständigen Dialog. Jetzt haben wir ja beispielsweise am 13. September Wahlen hier in den Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Höre ich zum ersten Mal. Das habe ich mir gedacht. Und weil du ja gerade sagtest, du bist mit der SPD da in irgendeiner Form so ein bisschen verbandet, da hört man das dann wahrscheinlich nicht so hier. Nein, Scherz beiseite. Das ist eine Sache, die durchaus auch wichtig ist. Ihr seid politisch neutral, auch wenn der eine oder andere wie du einer Partei angehört. Aber das spielt in dem Zusammenhang keine Rolle. Aber jetzt mal so eine ganz persönliche Frage. Die Pandemie behindert ja auch so ein bisschen den Wahlkampf, also sprich auch die Informationen, die man gerne hätte, beziehungsweise die da
teilweise nicht stattfinden. Welche Idee hast du oder welche Lösung gibt es dafür, trotzdem das Ganze an die Wähler näher heranzubringen, um zu verhindern, dass wieder sehr niedrige Wahlbeteiligungen sind, um solche Situationen, wie vor 5 Jahren hier gerade im Duisburger Norden oft passiert, zu verhindern, dass rechte Parteien immer stärker werden, weil viel weniger Menschen zur Wahl gehen? Ja, da muss ich gestehen, da fällt mir auch keine zündige Idee ein, weil ja das Dogma ist, wie viele Leute darf ich aktivieren, die mir zuhören. Hm. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, eine Wahl beinhaltet ja nicht, den Ist-Zustand zu dokumentieren, sondern soll ja ein Abriss über die vergangene Zeit sein. Und ich denke mal, die Bürger die in dieser Stadt werden nicht bewerten die letzten 14 Tage vor der Wahl, sondern werden den gesamten zeitlichen Ablauf bewerten. Mhm. Und natürlich, da komme ich zu dir, da ist jetzt Klugheit derjenigen gefragt, die sich artikulieren, um ein Mandat zu bekommen. Mhm. Also man wird wahrscheinlich die sozialen Medien, man wird das Internet verstärkt nutzen müssen, um dann in dem Moment das, was man politisch vorhat, dem Bürger vermitteln zu können. Wobei, wie gesagt, da kann ich meine Frau zitieren, ob ich von großer Klugheit gesegnet bin, das stellt sie manchmal in Zweifel. Okay. Aber ich meine, selbst Frauen sollen sich ja manchmal irren. Wir wissen es nicht. Ich lese dir mal ein paar Namen vor. August Seligen, Josef Krings, Professor Fritz Holthoff, Professor Adam Weyer, Ernst Ermert, Dr. Josef Milz, Clemens Fuhrmann, Johann Bremen, Karl Petersen, Hans Derksen, Hermann Dehnen, Herbert Krämer, Professor Dr. Gernot Born, Wilfried Hucks, Reinhard Bulitz, Heinz Bungert, Gustl Friede, Ernst Jacobs, Dr. Werner Focke, Wolfgang Hübner, dann Karl-Heinz Oehlhoff, Christel Schulz, Ulrich Schönholz, Heinz Jung, Günther Both, Heinz Pelzer, Dr. Franz Josef Antwerpes, Willi H. Decher, Doris Freer, Professor Dr. Karl Ganser, Rolf Peters, dann haben wir noch Bernhard Brandhorst, Heinz Plätziger, Theo Küpper, Marlies Dippenbrock, Magdalena Brunst, Robert Paulerberg, Hans Stoffele, Homberger Schifferverein, Kindernothilfe, Gabriela Grillo, hier für Marxloh, Josef Berwert, Paul Schmitz, Dieter Steffen, Sparkasse Duisburg, Arthur Grisesig, Friedrich Höfgen, Dirk Büsching, Karl E. Hitzbleck, Ute Steger, Walter Helmich, Monika Scharmach, Förderverein der Kinderklinik, Günter Gillissen, Willi Fährmann, Franz Haniel, Wolfgang Gebhardt, Kinder- und Jugendtisch Immersat, Erich Starke, HKM, Dr. Jürgen Kempken, Günther Pfeiffer. Dann haben wir im Angebot noch Mario Adams, Hermann Kewitz. Dann haben wir den, nochmal Mario Adams hatte ich gerade schon. Ich gehe mal weiter auf Elke Sommer, Christa Kalk. Dann Hermann Hövelmann. Dann haben wir Günther Portmann, Huberta Terlinden, dann haben wir David Kapati, dann haben wir Walter Pavenstedt, dann haben wir Sascha Westerhofen, dann haben wir Michael Rademacher-Dubik. Dann geht es weiter mit den Namen Alexander Kranki, Horst Ambaum, Klaus-Dieter Drexler. Dann könnte ich dir noch anbieten die Köhler-Osper-Stiftung, dann Peter Buntschek, Werner Schulz. Dann hätte ich noch weiter Dr. Martin Fasselt, Pastor Jürgen Widera, Heike Priebe und dann habe ich Frank Schwarz, Harald Molder, Werner Halverkamps. Dann könnte ich dir auch noch die Namen Ingo Wald, Bernd Steingräber, Waltraud Asselmann nennen. Und wen haben wir noch? Last not least Dr. Joachim K. Bonn, Robert Philips und Rainer Kree. Wieso habt ihr so viele verschiedene, interessante, teilweise hochbekannte Namen auf eurer Internetseite stehen? Ganz einfach. Der Verband hat sich auf seine Fahne geschrieben, wir ehren, das hat man gerade gehört,
durch das Bürgerehrenwappen jedes Jahr Persönlichkeiten, die sich um diese Stadt und ihre Bürger verdient gemacht haben. Wir sind nicht davon ausgegangen in den ganzen Jahren, dass wir jemand ehren, der in seinem DAX-Konzern dafür gesorgt hat, dass er überproportionale Gewinne macht, sondern beispielsweise Faselt. Der Vater von dem Faselt hat bei der Uni Duisburg ein Stipendium eingerichtet. Und diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Faselt führt dieses Stipendium der Wirtschaftswissenschaften weiter. Und das sind Dinge, oder Alexander Kranke, der sich Kinderbuchaktivitäten verschrieben hat. Oder beispielsweise Dr. Bonn, der gesagt hat, man muss nicht arm sein, um keine vernünftige Schulausrüstung zu haben. Das sind, der Ausspruch, den ich jetzt zuletzt geführt habe, ist nicht ganz richtig, aber da müsste ich erst mal nachgucken. Aber so ein sinngemäß hat das gemacht. Man muss nicht reich sein, hat er wahrscheinlich gesagt. Und, ja, und es ist einfach so, wir Ehrenleute, die außerhalb ihres Jobs sich einbringen für die Bürger dieser Stadt, zum Beispiel Ingo Wald, der geht mit MSV-Truppe, geht in Kindergärten. Hm. Nicht? Und wir ehren nicht den Ingo Wald als MSV-Präsident. Oder als Geschäftsführer von Krone. Oder sondern Michael. Für sein privates, persönliches Engagement. Ja. Und ich glaube, Ingo Wald ist ein gutes Beispiel dafür, ja. Der ja jemand ist, also der eine so hohe Kompetenz an Empathie und Menschlichkeit mitbringt, ja. Dass man den gut auswählen kann. Aber ich nehme beispielsweise mal den Namen Professor Ganser. Ich glaube, der hat auch was ganz Entscheidendes für Duisburg getan. Das war vor meiner Zeit. Also, der hat beispielsweise dafür gesorgt, dass wir den Landschaftspark haben, weil wenn der nicht ursprünglich letztendlich gesagt hätte, basta, wir machen das Ganze jetzt, ist zumindest mein Informationsstand, dann wäre das nie passiert. Wie werden diese Leute ausgewählt, die das Bürgerehrenwappen bekommen? Wir haben eine Kommission, eine Findungskommission. Hm. Und wir machen uns schon ein Jahr vorher Gedanken, wen wir nehmen. Und dann sammelt der Vorsitzende dann Pressemitteilungen oder ist so vernetzt, dass er auch andere Leute ansprechen kann, die für ihn Informationen sammeln, um ihm dann ein Bild zu geben, was ist das für ein Mensch? Hat jetzt Beispielsweise Michael Rademacher-Dubig. Hm. Da kann ich nur sagen, der Chef der Oper in Duisburg, hm. Der hat mal gesagt, ich habe jedes Mal Tränen in den Augen, wenn ich sehe, was Michael Rademacher-Dubig für uns finanziell macht. Jetzt der Christoph Meyer oder der Alfred Wendel? Der Letztere. Der Wendel. Ja. Und da sind wir der Meinung, vor allen Dingen ich mache das jetzt 10 Jahre, Vorwandsvorsitzender. Ne? In den 10 Jahren war keiner dabei, der nicht bescheiden war. Hm. Und da kann ich nur sagen, viele in dieser Stadt könnten sich an den Leuten ein Beispiel nennen, vor allen Dingen, wenn sie Industriekapitäne sind, mhm. Wie bescheiden sie als Mensch sind. Mhm. Und ich bin der Meinung, für mich war es ein Erlebnis und eine Ehre, das Bürgerehrenwappen verleihen zu dürfen im Rathaus. Und es war für mich menschlich, ein Zustand äußerster Genugtuung und großer Dankbarkeit. Wie sieht es denn in diesem Jahr aus? Hat euch die Pandemie da jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht oder wird es die Verleihung geben? Nee, wir machen nichts. Aber du kannst es ja trotzdem schon mal verraten, wenn ihr letztes Jahr schon nominiert habt, wer wäre es gewesen? Ja, kann ich verraten, aber ich habe es vergessen.
Ah, das ist natürlich sehr schade, aber wir kommen nochmal drauf, du rufst dann nachher nochmal an. Nein, also die Preisträger von diesem Jahr werden dann ins nächste Jahr übernommen. Ja. Und ich glaube, dieses Jahr wäre ja auch ein Jubiläum gewesen, weil es gibt diese Preisverleihung seit 40 Jahren. Ja. Oder hätte es dieses Jahr seit 40 Jahren gegeben. Genau. Ja? Also praktisch ein doppelter Strich, der durch eure Rechnung kam. Und wie du gerade schon sagtest, ich kann mich erinnern, bei einigen Preisverleihungen dabei gewesen zu sein, da wird dann der Preisträger, also es gibt glaube ich immer drei jedes Jahr, die werden dann von einem besonderen Laudator oder einer besonderen Laudatorin vorgestellt, die meistens persönlich sehr gut kennen und dann halt so ein paar Worte sagen. Das findet meistens, ich glaube es gab eine Ausnahme, im Sitzungssaal im Rathaus statt, im Sitzungssaal des Rates der Stadt Duisburg. Und ist eigentlich immer eine sehr willkommene Feier, auch ein gesellschaftlicher Treffpunkt mittlerweile geworden, weil ja auch viele von den ehemaligen Preisträgern oft dabei sind und sich dann das Ganze gerne auch noch mal entsprechend anschauen. Ja, es kommt ja auch drauf an, Stichwort Laudatoren. Mhm. Der Verband und sein Vorsitzender sieht nur diejenigen, die die Veranstaltung anschieben. Mhm. Die Laudatoren sind diejenigen, die den Glanz mit den Geehrten dieser Veranstaltung verleihen, weil das wäre ja eine grobe Selbstbeweihräucherung, wenn der Verbandsvorsitzende auch noch Laudator wäre. Mhm. Erstmal liegt mir sowas nicht und auch von der geistigen Möglichkeit kann ich sowas nicht, weil jemand, der Laudator ist, der wird meistens von den Geehrten ausgesucht. Ja, vor allen Dingen ist es ja oftmals auch so die Situation, du könntest vielleicht noch das Berufliche zusammenkriegen, aber die Frage, warum jemand außerhalb seines Berufes diese ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten macht, die kriegt man ja meistens so in der Form auch gar nicht mit, weil die meisten Leute das ja machen, aber gar nicht darüber reden. Ja, und es ist ja auch so, der Anspruch an den Laudator von dem Verbandsvorsitzenden, das heißt also meiner Wenigkeit, ist ja, den Menschen mal zu zeigen und nichts anderes. Ist das bisher immer gut gelungen oder gab es da... War wunderbar. Okay. Das Einzige, was gewesen ist, wir haben mal eine Laudatorin gehabt und ein Laudator. Der Laudator war früher im Rundfunkgeschehen der Stadt Duisburg und den konnte ich nicht bremsen. Okay. Ich sagte meistens nicht mehr als eine Viertelstunde. Das ging einfach. Und das hat der Rainer nicht geschafft, wenn ich jetzt mal richtig vermuten darf. Ja. Ging einfach nicht. Ja, kann man das... Das soll absolut vorkommen. Hermann, ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge über den Verband der Bürgervereine Duisburgs erzählt. Wir könnten, glaube ich, noch ganz, ganz viel mehr erzählen, weil ihr habt schon sehr viel gemacht, ihr habt auch noch viel vor. Und daher abschließend die Frage, was steht im Moment jetzt noch dringend auf der Agenda, worüber wir noch nicht geredet haben? Gibt es da noch irgendwas? Ja, und zwar ist es erstmal, dass wir sagen, hier Kieserbau, dann bringen wir uns ein, ist ja jetzt online gestellt, Duisburger Freiheit, da bringen wir uns ein. Und natürlich, Tunnellösung, das ist ja noch nicht gestorben. Aber die ist so gut wie vom Tisch, oder? Ja, aber gut, jetzt muss man erstmal die Pläne sehen. Und dann gibt es ja noch Einspruchmöglichkeiten, aber da müssen wir mal schauen. Ne? Mhm. Diese drei Dinge, und dann kommen dann noch so Kleinigkeiten, beispielsweise die Lkw-Parkerei in Rheinhausen. Mhm. Ne? Da hat man ja auf der Hauptstraße jetzt laufend kontrolliert und jetzt sind von einer ausländischen Spedition die ausgewichen auf einen Parkplatz von einem Sportverein. Da gehen wir jetzt hin und dann haben wir zum Beispiel jetzt auch im Fokus, dass wir auf einmal vermerkt Überfälle haben.
in Duisburg. Und da sind die Bürgervereine dabei, um mal zu gucken, wo sind die Örtlichkeiten, um dann beispielsweise der Polizei zu sagen, hört mal, könnt ihr nicht mal da verstärkt Streife fahren. Wobei ich auch gleichzeitig sage, auch der Zusammenhalt und der Austausch mit der Polizeipräsidenten und den nachgeordneten Abteilungen ist wunderbar. Das habe ich sowieso herausgehört, dass ihr sehr gut vernetzt seid, dass ihr sehr schnell die Möglichkeit habt, Ansprechpartner in den unterschiedlichsten Bereichen zu finden. Jetzt hat Duisburg 46 Stadtteile, wenn ich richtig informiert bin. Ist jeder Stadtteil bei euch vertreten oder könnt ihr noch Mitglieder gebrauchen? Wir können immer Mitglieder gebrauchen. Allerdings muss man eins sehen, der Norden, da gibt es zum Beispiel Bürgervereine außerhalb Marxloh, die Richtung Dienstlaken, Walsum gehen. Mhm. Und die Walsumer beispielsweise haben sich schon vor Jahrzehnten Richtung Dienstlaken orientiert. Okay. Und da haben wir eine lockere Verbindung. Mhm. Weil mir das wichtig ist, dass ich ab und zu mal ein Gespräch führe, weil vielleicht gibt es ja zum Beispiel öffentlicher Personennahverkehr, da war ich laufend in Kontakt mit dem Vorsitzenden in Walsum, weil das den ja auch betrifft. Das heißt, es gibt A noch viel zu tun, wie man gerade aus den Sachen herausgehört, die ja noch auf der Agenda stehen hat. Und darüber hinaus gibt auch noch viel zu sprechen und vielleicht noch vieles zusammenzuführen. Um halt letztendlich, und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das dein Ziel ist, für die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt so ein bisschen was zu erreichen, was man vielleicht normalerweise nicht erreicht, wenn man Politik immer nur ohne aktive Mitgestaltung hinnehmen würde. Und ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast, um mal darüber zu sprechen. Ich bedanke mich auch dafür, dass du kurz deine Meinung zu Marxloh gesagt hast und Marxloh nicht diesen ganzen negativen Ruf verdient, den man immer wieder liest, den man immer wieder hört. Und wir werden mit Sicherheit Gelegenheit finden, das Ganze nochmal fortzusetzen. Herzlichen Dank. Ich sage auch Danke.